So, Sie sitzen in den Startlöchern. Vor sich eine aufregende neue Saison im Kampf um sportliche und damit verbunden natürlich auch wirtschaftliche Erfolge. Und in diesem Sinne wäre es definitiv hilfreich, gleich zu Beginn gut ins Rennen zu kommen. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Adriano ist das. Okay, das sieht vielversprechend aus. Er spielte bei... Jetzt ein tolles Tor! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Er hat es einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. Kurz, prägnant und mit chirurgischer Präzision. Und das innerhalb weniger Sekunden. Das ist einfach brillanter Konterfußball. Sie haben den Ball erobert und dann den Gegner ruckzuck überrollt. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Ein guter Ball und sie sind durch. Adriano! Raus auf die linke Bahn. Vieira. Und jetzt Neymar. Albert Ferrer. Vieira. Gabriel Jesus. Und jetzt Neymar. Das Team versucht mit Kombinationen da durchzukommen. Adriano. Jetzt ist was möglich. Na, das ist doch mal ein Start nach Maß. Na also, Traumstart. Jetzt die Frage, können Sie so weitermachen? Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Gut, der Piero ist durch. Und der Schuss, da wackelt das Netz. Und der Vorsprung, der hält nur ein paar Minuten. Nach dem Rückstand waren sie einfach zielgerichteter, engagierter. Und das, was wir hier sehen, das ist der verdiente Lohn. Del Piero. Mit dem perfekten Auge für die Situation. Er startet genau im richtigen Moment. Er bekommt den perfekten Pass und er macht das Ding rein. Das ist jetzt gleich wieder ein ganz anderes Fußballspiel. Was für ein Wille, was für eine Moral. Das hat richtig wehgetan, aber sie haben sofort dagegen gehalten. Neymar. Hier ist Alessandro Del Piero. Pass zu Raul. Da war er voll auf der Höhe. Neymar. Neymar hat heute nicht gerade viele Freiräume. Sie lassen ihm wenig Zeit, sie lassen ihm wenig Raum, weil sie wissen, wenn er das hat, dann kann er eine Menge damit anstellen. Alexander Arnold. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Pirlo. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Ab auf die linke Seite. Albert Ferrer. Vieira. Pass zu Raul. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Alexander Arnold. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Er bringt die Flanke. Die Chance! Schöner Versuch, trotzdem kein Tor. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Neymar. Pirlo.
Adriano ist... Er hält drauf! Und drin ist er! Und sie liegen wieder vorn. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache. Das ist die Führung. Raúl González Blanco. Chance gesehen und genutzt. Und schon wieder Ausgleich, das geht hier rucki zucki. Bevor wir das Tor analysieren, das haben sie gut gemacht, haben sich nach dem Rückstand richtig reingehängt. Und jetzt sind sie gleich auf. Bei so einem Schuss, da bist du einfach machtlos. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Damit ist alles wieder offen. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Und die Kontergelegenheit. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Two added minutes has been indicated. Neymar. Das nennt man effektives Passspiel. Ein schwacher Pass. Langer Abschlag vom Keeper. Absolut kein Vorbeikommen. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Was haben wir hier für eine tolle Hälfte gesehen? Viele Tore, außergewöhnliche Technik, ein Top-Niveau. Es steht 2:2, wirklich ein klasse Fußballspiel. Die zweiten 45 Minuten laufen. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Pirlo. Ja, da beweist der Auge. Pirlo. Alessandro Del Piero. Raúl González Blanco. Córdoba. Neymar. Die Schussgelegenheit. Wie großartig ist dieser Treffer? Ganz groß, Neymar. Vielleicht ist genau das der Unterschied. Der eine oder andere in Gedanken noch in der Kabine. Er ist hellwach. Und dafür wird er hier belohnt. Mit dem Führungstreffer. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann in der Schuss. Und er geht an den Pfosten. Großartiges Zuspiel. Und da ist die Chance. Wahnsinn, dass er da noch rankommt. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Es gibt den ersten Eckball. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Das ist die Möglichkeit. Er versucht's nochmal. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Adriano! Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. So kennt man ihn. Er kann's aus der Distanz. Aber nur manchmal. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Neymar. The attendance for this match was 71,898. Das sah zunächst ganz vielversprechend aus, aber am Ende heißt es dann doch stets bemüht. Jetzt geht es Schlag. Neymar. Neymar. Klasse Tat von Torhüter. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance.
Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Gut gelöst, diese Situation. Den nimmt er dankend entgegen. Raul! Gutes Auge, guter Pass. Tolles Gegenpressing. Er zieht ab! Der ist drin! Was für ein Spiel! Das macht so richtig Bock. Tja, das musste ja so kommen. Genau so haben sie sich das vorgestellt. Den Gegner früh unter Druck setzen, die Kugel erobern und dann alles richtig machen. Sie haben es getan. Und das ist das Tor. Es ist ein irres Fußballspiel. Der absolute Wahnsinn. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende drauf an, wer mehr an sich glaubt. Charakterfrage. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Zum richtigen Zeitpunkt, zur Stelle. Irvin. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Substitution. Ein total missratener Pass. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Einfach mal nach vorne gedroschen. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Ins Abseits gelaufen. Neymar. Hier ist Alessandro Del Piero. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Überhaupt keine Frage. Die Einstellung dieser Mannschaft ist über jeden Zweifel erhaben. Sie wollen den Sieg und sie arbeiten dran. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Gabriel Jesus versucht es mit dem langen Schlag. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offen. Der perfekte Kopfball. Klasse Parade. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Absolute Konzentration. Hier darf für sie nichts mehr passieren. Der war wichtig. Da haut er ihn einfach weg. Da hast du den Einwurf und schenkst den so ab. Das ist mal eine Balleroberung. Gabriel Jesus. Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Del Piero! Vielen Dank, lieber Pfosten.
De Ligt mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Neymar. Ende der Schlusspfiff ertönt. Es war eine torreiche, spannende Begegnung, aber sie endet unentschieden. Das war alles in allem Werbung für den Fußball. Was sagst du zum Spiel, Hansi?